So Leute, der neue Resident Evil Trailer ist da und ich habe unfassbar Bock drauf. Ich werde das Ganze jetzt auch ganz stupide auf meinem großen Fernseher gucken und werde jetzt hier gar kein langes Rumgeschwätz machen. Wir schauen da jetzt einfach mal rein. Ich hoffe so, dass der gut wird. Ich habe so Bock auf diesen Film. Ich hoffe so, dass diese Resident Evil Filme keine Scheiße werden. Und wir schauen da jetzt einfach mal rein. Und wie gesagt, ich wiederhole mich gerade einfach nur, weil ich total hyped bin. Und ein riesen Resident Evil-Fan, was auch in die Hose gehen kann jetzt, aber wir schauen da einfach mal rein. So, Punkt. So, das tut mir jetzt auch echt leid, das Ganze strotzt hier nicht gerade von Professionalität, aber das hat es eigentlich noch nie gemacht bei mir. Ich mache es jetzt mal hier mit dem Handy auf den Fernseher schmeißen. Das müsste ja ruckzuck funktionieren. Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr ich Resident Evil liebe. Ich will das jetzt unbedingt sehen. Ich will jetzt wissen, ob es wirklich einen Grund gibt, gehypt zu sein oder ob das einfach nur unfassbarer Müll wird, wie die Wes Anderson-Sachen. Das erste Bild ist ein Licker, der schon nicht so geil aussieht. Ne? Schauen wir einfach mal rein jetzt. So, los geht's. Jede Geschichte hat einen Anfang. Suchen wir nach dem Ursprung des Bösen. Warum bist du zurückgekommen, Claire? Deine Verschwörungstheorien waren schon nicht wahr, als wir noch Kinder waren. Wir müssen das verhindern. Schau dir das an. Ich habe Angst davor, was Umbrella mit dieser Stadt anstellen wird. Es gab einen Zwischenfall. Sowas wie Tschernobyl. Die Leute werden krank. Fanservice und... das sieht aber nicht gut aus, oder? Oh fuck, es sieht einfach echt nicht gut aus, Leute. Wir müssen das verhindern. Waren wir? Was hat Umbrella hier gemacht? Wir haben an ihnen Experimente durchgeführt. Aufteilen. Ich werde es nicht mehr miterleben, dass ein... Ach, f*** euch doch, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Was zum... Das sind auch keine normalen Zombies, oder? Was ist das denn? Wir werden Umbrella zerstören. Wenn ihr keinen Bock habt, dann, ey, das... Alter, was zum Teufel war das denn gerade? Lau! Das ist... Oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, was ich da sage. Ich überlege gerade, ob das Problem hierbei einfach ist, dass ich so ein Riesenfan bin, dass ich gar nicht anders kann, als das irgendwie scheiße zu finden. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund. Der Grund ist einfach, es stimmt so vieles nicht an diesem Trailer. Es stimmt das CGI schon mal nicht. Ich bin immer einer, der sagt, CGI heutzutage ist gut. Der Film zeigt jetzt was anderes. Weiß nicht, so dann mach's halt wirklich mit Animatronics, wenn du es nicht hinkriegst, das Ganze im CGI darzustellen. Das sieht auch wieder genauso aus wie bei Wes Anderson von dem CGI her. Und die sind wesentlich älter. Ich rede jetzt nicht von den neuen Filmen, ich rede jetzt vom dritten Teil oder vom zweiten Teil. Dann hast du eben die Charaktere. Resident Evil, diese Charaktere, die haben nicht wirklich sehr viel Tiefgang in ihren Figuren. Das heißt, das, was du mit den Figuren verbindest, ist in der Regel das Optische. Das ist sehr... sehr, sehr oberflächlich dahingesagt, aber es ist halt einfach so, die haben alle nicht irgendwie die obertiefe Backstory. Wir haben eben einfach den Leon, der ist einfach dieser Proto-Ami. Ne? Der ist ein Proto-Ami mit diesen blonden, glatten Haaren. Da gibt es auch ganz viele Gags darüber. Danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen.
Mir ist dein Glätteisen kaputt gegangen. Ich meine, war es jetzt so schwer, dem wirklich... Ich glaube, wenn der wirklich blonde Haare gehabt hätte, hat der nicht sogar einen Schnurrbart hier noch gehabt? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich denke einfach mal nur, wenn der Film rauskommt, und ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen, kann ich nur positiv davon überrascht sein. Und ich sehe auch gerade, die Kommentare sind zum Teil echt positiv, ne, bei dem Trailer. Bin ich da gerade echt zu... Ey, das hat mich in dem Moment, in dem auf einmal die Menschen, die Villa, die aus dem ersten Spiel, als die in die Luft geflogen ist, da habe ich mir schon gedacht, also... Okay, vielleicht fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Als der Film angekündigt wurde und es hieß schon, sie packen Teil 1 und 2 in einen Film rein, habe ich mir schon gedacht, warum. Einfach ein Film im Herrenhaus, das wäre doch vernünftig gewesen. Es ist hier eine ganz andere Story anscheinend. Die Zombies sind auch nicht die typischen Untoten, sondern es sind Kranke, ist das richtig? In Resident Evil ist es auch ein Virus, ja. Es ist aber, das ist doch, aber das, die sahen aus wie bei... The Hills Has Eyes. Wann ist die Hills Has Eyes? The Hills Has... The Hills Have Eyes. Ist so. Das sah nicht aus... Also, keine Ahnung, ob ich da jetzt wirklich zu empfindlich bin. Meine erste Meinung nach diesem Trailer ist einfach, das sieht ziemlich scheiße aus. Und ich bin tierisch abgefuckt, dass man es nicht hinkriegt, den Geist von Resident Evil einzufangen. Das ist nicht so schwer. Resident Evil ist keine ultra komplexe Geschichte. Hier spielen sie dann mit einem Truck, der umfällt, der an den zweiten Teil erinnert. Okay, das Herrenhaus natürlich ist mit dabei, aber das reicht einfach nicht. Das reicht einfach nicht. Es muss dieses Beklemmende da sein. Das ist doch wieder totale Action-Scheiße. Und Resident Evil wird später auch zu Action. Aber wenn du das Herrenhaus mit in den Film einbringst, dann das Herrenhaus muss mit Horror verbunden werden. Und nicht mit Explosionen, dass ein Helikopter schräg reinknallt. Ich weiß es echt nicht. Ja, gut, das war es jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Hype. Der ist gerade nämlich extrem flöten gegangen. Es tut mir so leid. Schreibt mir in die Kommentare mal rein, was ihr davon haltet. Geht mit mir gerade einfach nur der Fangeist so ein bisschen durch, dass ich halt sage, okay, jetzt ist alles irgendwie kacke. Oder sagt ihr auch, das ist überflüssiger Quatsch einfach. Ein Kommentar ist sogar, endlich geht es weiter. Das ist genau das Ding. Es sieht genauso aus wie die Wes Anderson-Scheiße. Der glaubt wirklich, es geht weiter mit dem Film. Und das ist ein Remake? Nee. Es ist einfach ein neuer Versuch, das Ganze zu starten, der wieder genauso aussieht. Das ist ein Kommentar. Endlich geht es weiter. Nein. Ah. Okay, gut. Wir machen jetzt hier einfach mal ganz kurz einen Cut. Und mal gucken, wie meine Meinung dazu morgen ist. Weil ich den Trailer nochmal gesehen habe.